Ich. Ich noch? Kommen noch welche rein, gell, Stefanie, heute. So, einen wunderschönen guten Abend aus Zypern. Wir haben ja 20 Uhr, deswegen starten wir ja um 19 Uhr, damit ich auch ein bisschen vom Zeitfenster her, wie es so schön heißt, verschont werde. Heute haben wir ja ein ganz, ganz, ganz eigenartiges Thema. Denn das Wort Reinkarnation, das außen spazieren geht, in unserer Zeit spazieren geht, wird im alten Wissen nicht als Belohnungs- und Bestrafungskonzept gesehen. Und wenn wir schon hineindenken, was außen in der Welt zur Stunde unterwegs ist, dann wird es sehr, sehr, sehr gerne als Belohnung und Bestrafungsprinzip gesehen, mehr natürlich in der Außenwelt als Bestrafung. Unsere Aufgabe ist, wenn wir hineindenken in dieses Thema, mal jeder von uns ganz von der Seite hineinsieht und sich bitte ein Bewusstsein mit aufbaut, dass unser Gehirn und das Gehirne, die Gehirne unserer Vorfahren, die letzten 100 Jahre sehr stark mit Wertung in eine Richtung geprägt sind. Und das meine ich jetzt mit Wertung, wir eigentlich auch. So, umso herausfordernder ist es für mich, über Reinkarnation zu sprechen. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen erst nochmal ein Hineindenken, ein Aufblättern, was zur Stunde bei vielen, vielen Menschen über das Thema Reinkarnation im Denken und damit auch im Bewusstsein ist. So eine Art Bestandsaufnahme nochmal. Das war wirklich meine Arbeit ist heute Abend, wenn ich es als Arbeit bezeichnen darf, ist keine Arbeit, ist die Aufgabenstellung, euch einmal nach außen zu stellen, dass ihr reinsehen könnt. Auch mit dem Wissen, dass es mit uns auch gemacht worden ist. So, dann auf der anderen Seite hinüberzuziehen mit euch. Hinüberzuziehen mit euch ins Urhebräische, dort dann Urhebräisch entschlüsseln. Und wenn ich hier das Wort Urhebräisch bitte sage, könnten wir auch jetzt hinübergehen in das Urindisch. Hier meine ich wirklich immer die Wurzeln und nicht irgendwas später hinzugefügt. Urhebräisch, dann kommt erst Hebräisch. Dann kommt Aramäisch, dann kommt Griechisch, dann kommt Latein, dann kommt Deutsch. Wir sind ganz hinten bei der Entschlüsselung, dass wir das bitte auch nochmal haben. Und ich habe es so aufgebaut, dass wir alle gemeinsam den ganzen Abend immer von draußen reinsehen können. Also, dass keiner von uns hineinstolpern muss, assoziiert sein und sich auf einen der beiden Pole sitzen muss, sondern dass er dann am Ende gemeinsam sagen, okay, wenn wir von draußen reinschauen, erstmal das bekannte Denken da außen verlassen, also durchblättern und dann hinstellen und dann hinüberdenken, was könnte denn im Urhebräischen, und bitte ich wiederhole mich da gerne, im Urhebräischen, wenn wir das Ganze entschlüsseln, für ein Denken dabei herauskommen. Die erste Seite, die haben wir ja veröffentlicht gehabt, und da habe ich dann nochmal einen zeitlicher Denkfehler, ist, es ist keine Abfolge eines Zeitgeschehens. Reinkarnation ist keine zeitlich über mehrere Leben gehende Ich-Identifikation. Semantikfehler im Wort Reinkarnation, Wortsilbe Karne, weil manche dann auch reingehen,
Und das mit carne, wir haben es ja im Lateinischen, im Griechischen, im Spanischen, im Italienischen, den Begriff carne mit Fleisch oder Fleischwerdung. Dann haben wir noch das Wort Wiedergeburt. Aber eben mag ja auch ein bisschen schon vorarbeitend gearbeitet. Das Wort wieder, wie wir es sehr häufig im Sprachgebrauch benutzen, ist, ich komme wieder zu Besuch. Also dann steckt dort eine quantitative, wie es heißt, eine zeitliche Abfolge darin, wenn wir es im Sprachgebrauch benutzen. Ich gehe heute wieder einkaufen. Dann meint es so einen zeitlichen, ich muss heute noch einkaufen und wird auf die Zeitschiene gegeben. Die Herausforderung bitte ist, dass wir hineindenken, dass es auch ein Wieder gibt, das eine Qualität besitzt. Endlich bist du wieder da. Jetzt bekommt dieses Wieder eine Qualität. Und wir, wenn das Wort Wiedergeburt benutzen, besteht die Situation, dass wir das Wieder als zeitliche Abfolge nehmen im Sinne, jetzt war er hier, jetzt ist er hier und kommt wieder, Wiedergeburt. Und hier bitte, dass wir hier sehr fürsorglich darauf achten, dass wir darauf achten, dass es neben dem zeitlichen Wieder auch ein qualitatives Wieder gibt. Ein, was Fülle hat und nicht einen zeitlichen Ablauf besitzt. Dann haben wir die heutigen Religionen, habe ich dann noch. Die, die mich kennen, wissen, dass es im Urhebräischen oder die Bibel, die urhebräische Bibel, die Torarolle, dass das, was da drin steht, keine Geschichten sind. Wie wir dann mit unserem zeitlichen Denken wieder hineindenken und sagen, damals ist Mose unterwegs gewesen in der Wüste. Und jetzt das mit einer zeitlichen Vorstellung hineingeben, als würde das wirklich irgendwann geschehen sein. Es ist niemals geschehen. Und wenn wir ins Neue Testament hineindenken, dann ist Jesus irgendwann mal in Galiläa unterwegs gewesen. Das streicht man natürlich, weil es niemals irgendwie in irgendeiner Form ein zeitliches Geschehen in der Bibel steht. Kein historisches Geschehen. Kein damals war das mal so steht. So. Und wir bitte hier zurückgehen und wirklich die Urlehre nehmen. Was später kommt, ist sehr häufig eingefärbt mit dem Denken einer jeweiligen Tradition, mit dem Denken einer jeweiligen Religion, Macht über Menschen auszuüben. Also Vereine zu haben wegen mir, wo er dann Mitglieder hat und dann Mitgliedsbeiträge kassiert. All das meine ich nicht. Und dann lasst uns mal, wir gehen das ganz langsam durch, weil ich möchte, dass ihr dann hinten wirklich wertfrei reindenken könnt. Der erste, wo ist es? Der erste, hier muss ich so rein. So, stelle ich jetzt mal rein hier in den Chat. Wenn ich das reingebe, dann seht ihr das alle. Und das Passwort heute Abend ist immer das BW Bernhard Wirth. Ganzen Abend jetzt. Weil wir gehen jetzt Schritt für Schritt einzeln das dann gemeinsam durch. Und wenn er dann mit reingeht, dann haben wir Einführung. Und ihr könnt es auch gerne immer mitlesen. Ich möchte auch am Anfang noch ein bisschen mit euch durcharbeiten. Beim Entgleiten des Wortes Reinkarnation bedarf es zunächst einen Blick in das heutige Denken des Menschen. Ich habe vorhin schon und möchte mich da auch gerne wiederholen. Unser Denken ist aus Sicht der Urlehren vollkommen manipuliert.
beeinflusst, in eine Richtung geführt, wo der dieses Urwissen hat, nur Kopfschütteln daneben stehen kann und sagen, es kann doch nicht wahr sein, was die mit den Menschen draußen gemacht haben. Und so haben wir auch das mit dem Begriff Reinkarnation. Als Eingehämmerte, deswegen habe ich dort auch eingehämmert geschrieben, Denken des Menschen zur Stunde ist meist nur horizontales Denken. Somit ein Denken in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Horizontal meint immer gestern, heute, morgen denken. So sind wir auch konditioniert worden. Das andere Denken sollten wir nicht denken. Wir hätten zwei Möglichkeiten zu denken. Einmal das horizontale Denken und einmal das vertikale Denken. Da komme ich dann gleich noch dazu. Die haben, die unser Gehirn beeinflusst haben, manipuliert haben, sehr fürsorglich darauf geachtet, dass wir nur im horizontalen Denken denken. Sonst wird es für die gefährlich. Der Mensch ist sehr leicht zu manipulieren mit gestern, heute, morgen. Und das haben die dann ihr Eigen genommen und so proklamiert in der Kindheit, dass wir genau dieses Denken nehmen sollen. Das andere Denken haben sie in der Schule nicht mal gelernt. Und so, dann gehen wir weiter. Genau. Und dies noch eingebunden in die materielle Erscheinungswelt, auch bekannter Verstand. Also, dass es diese Vergangenheit, Gegenwart immer auf die stoffliche Welt bezogen ist, selbst hinein reinkarniert in diese Welt, in dieses Leben, in diesen Körper oder was wir immer sagen wollen. Dadurch muss der Mensch beim Entgleiten des Wortes Reinkarnation logischerweise denken. Ich war hier, Vergangenheit, ich bin hier, Gegenwart, wo das Wort Gegenwart später nochmal andere Bedeutung bekommt, und ich komme wieder Zukunft. Weil er dieses Denken hat, muss er so denken und kann nicht denken, was das Urwissen ihm erzählen möchte. Damit ist wie eine Schranke da, wo er nicht durchkommt. Und nochmal, die haben das sehr bewusst gemacht. Nicht zufällig wurde in der Schule, gibt es dort einen Unterrichtsstoff, einen Lehrplan, der vorgegeben ist von Leuten, die wollten, wie wir denken sollen. Das sollte uns bitte bewusst sein. Somit eine Art ewige Wiederkehr, ein immer wieder in Erscheinung treten in allen Welten mit unserem Ich-Bewusstsein. Hier haben wir schon wieder die Situation zu lösen, dass sie uns da ein Ich-Bewusstsein reindrücken wollen, eine Persönlichkeit reindrücken wollten oder wollen, die im Urwissen nicht im Entferntesten da ist. So, dann kommt dieses Denken, wird noch von den heutigen Religionen durch ihr historisches Bibellesen untermauert. Selbst in Indien, im Fernen Osten, wird in der heutigen Zeit eine Zeit-Reinkarnation gelehrt. Mit Wertung, wer diese Urlehren einmal durchgelesen hat, der kann nur kopfschüttelnd dort stehen und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Die haben das nicht nur bei uns gemacht, die haben das im Buddhismus genauso gemacht. Wer die Urtexte einmal durchgearbeitet hat, ich meine durcharbeiten, der kann nur kopfschüttelnd dort stehen und sagen, was haben die gemacht? Was ist daraus geworden? Ja. Und es hat einen riesen Vorteil für die, die uns manipulieren, dass sie uns noch mehr manipulieren können. Diese Art des Denkens des Menschen zum Thema Reinkarnation wurde bewusst gesteuert. Von wem wohl? Und die Masse befolgt ja bekanntlich nicht nur bei diesem Thema, meist unwissend, den bekannten manipulierten Verstand. Ja. So. Nochmal, so, dann gehen wir bitte auf die nächste Seite. Ich kopiere es euch wieder. Die Jutta möchte noch rein. Sehe ich gerade. Nächste. Immer das gleiche Passwort, gell? So, das ist dann die Denkschlüssel. Wenn ich in der richtigen Reihenfolge bin, ja. Mach das jetzt irgendwie zu hier wieder. Habe ich. So, dann gehen wir wieder das Passwort ein.
beim, ich denke, ihr habt es alle, beim Entgleiten des Wortes Reinkarnation aus dem alten Wissen müssen wir mit einem ganz anderen Denken an die Thematik herantreten. So, die alternativen Denkschlüsse zum horizontalen Denken sind das vertikale Denken, also die Alternativen. Wir brauchen jetzt eine Alternative, nicht unser horizontales, unser mit der Zeit gehende, sondern wir müssen jetzt ganz woanders hin und sagen, da gibt es ein vertikales Denken und das Anerkennen der Zeitlosigkeit des Ewigen im Diesseitigen. Ein Bild dazu, das Wort jetzt. Wie lange ist denn jetzt? Jetzt haben sie uns trainiert, dass wir sagen, na ja, jetzt ist dann ein Wimpernschlag, so eine Sekunde oder ein Teil von einer Sekunde. Sie haben immer versucht, uns das wieder mit der, auf die Zeitschiene zu legen, dass wir mit Zeit jetzt messen. Jetzt besitzt keine Zeit. Und jetzt wohnt hier, in dieser Welt. So, jetzt kommt der bekannte Verstand wieder und sagt, der hat es doch nicht mehr alle. Das ist doch alles Zeit, das ist doch alles Zeit, das ist doch alles Zeit. Zeit existiert nur in unserem Gehirn. In der Wirklichkeit da außen gibt es nicht die Zeit, die unser Denken als Zeit kennt. Hat es noch nie gegeben, wird es nie geben. Geht gar nicht, sonst käme der Mensch nie wieder hier raus. Nie wieder. So, was ist vertikales Denken? Ein Denken wie oben so unten. Hier jetzt der Ausflug ins Urhebräische durch die 11 Sephirot, also es sind so Grundpfeiler, die in dieser Welt existieren. Und durch die 23 urhebräischen Zeichen ist das Wie von oben nach unten es durchgeführt wird. Oben ist sozusagen der Ursprung. Aus diesem Ursprung, wir sind jetzt im Vertikalen, wie oben, so unten. Nochmal, wie oben, so unten, nur in einer anderen Auskristallisierungsform. So, das wird gelenkt, geleitet, mitbegleitet durch 11 Grundpfeiler, die stehen und da kann nichts anderes machen, was es will. Das sind die 11 Grundpfeiler und daneben gibt es nichts, wird nichts was geben. Und die 23 urhebräischen Zahlenwerte. Dann kommen wir dann später noch dazu, deswegen habe ich es auf der Reihe. Wird das Urlicht, es gibt dann alles ist Licht, den Begriff kennen viele von euch. Das Urlicht, das verborgen ist, und die Schalen als Endpunkte unserer stofflichen Welt von oben nach unten transportiert. Es werden zwei Dinge transportiert. Einmal das verborgene Licht Gottes wird nach unten transportiert. Und einmal eine Energie, das am Schluss hier auf diesem Planeten oder in diesem Universum besser formuliert, Materie existieren kann. Diese existiert natürlich auch oben, aber nicht in der Materieform, sondern als Energie. Denn wenn es oben ist, muss es auch unten sein. Und alles, selbst unser Finger, selbst meine Hand, selbst mein Arm, ist da oben droben. Unvorstellbar für den rationalen Verstand, weil das ist doch alles von hier. Das ist analoges Denken. Das ist Denken wie oben so unten. Wäre der Finger nicht oben, wäre der auch nicht hier unten. Weil nichts, was nicht oben ist, ist hier unten. So, das Vertikale, das Oben, schwängert das Horizontale, gibt der Horizontalen stoffliches Leben, wie oben so unten. Jedes Ding in unserem Universum ist ein materielles Ergebnis der 11 Sephirot und der 22 urhebräischen Zeichen. Das Wechseln vom Horizontalen zum Vertikalen Denken ist zu Beginn des Einweihungsweges eine wichtige Säule. Ich hätte am liebsten hingeschrieben, eine sehr wichtige, habe aber dann gedacht, dann polarisiere ich lieber wichtige Säule. Es ist ein Bibelort. Es gibt 42 Orte in der Bibel. Das sind 42 Einweihungsorte. Und einer dieser Orte ist dieses Drehen vom vertikalen Denken ins
vom horizontalen Denken ins radikale Denken. Im alten Wissen ist es der Berührungspunkt von Himmel und Erde, nämlich wie oben, so unten. So, dann haben wir noch eine Situation zu lösen. Also einmal, wir brauchen jetzt später wie oben, so unten. Sonst kommen wir nicht durch. Sonst sitzen wir wieder drin und machen aus einem wieder eine zeitliche Abfolge. Das brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir das Bewusstsein Zeitgeschehen. Es gibt eine horizontale. Nur im Denken kann der Mensch mental horizontale Zeit erfassen. Das lasst ihr euch bitte auf der Zunge zergehen, dass wir nur im Denken, da bräuchte ich jetzt eine Stunde, bis ich erkläre, wie dieses Zeitgeschehen hier aufgebaut ist. Ich habe lange überlegt, ob ich es mit rein habe, dann wird es 3 Stunden heute Abend. Es heißt, der Mensch kann in diesseitigen, nur, wir können es nur denken. Beispiel vielleicht. Wir können jetzt denken, gestern hätte ich was machen sollen, die Blumen gießen. Dann kann ich nicht zurück, stofflich zurück, im Handeln zurück und kann dort die Blumen gießen. Ich kann es nur denken. Ich kann auch nicht vor, weil jetzt bin ich 3 Tage nicht da, ich muss die Blumen gießen in 3 Tagen, gehe stofflich mental, stofflich materiell handeln, da nach vorne, gieße die Blumen, gehe wieder zurück in die Gegenwart. Das geht nicht. Denken kann ich es mir. Handeln kann der Mensch immer nur im Jetzt. Nur im Jetzt. Das ist das Einzige, was ihm Gott gegeben hat, als Zeit, dass er handeln kann. Das sollte uns bitte immer bewusst sein. Mental kann der Mensch abhauen, kann 50 Jahre zurück, kann 50 Jahre vor, aber nur im Denken. Der Mensch kann im Diesseitigen nur horizontal. Sein direktes Leben muss er praktisch in der Jetztzeit leben. Es gibt nichts anderes. Für den Materiekontakt im Diesseitigen steht dem Menschen nur Jetztzeit zur Verfügung. Er kann immer nur im Jetzt handeln, seine Dinge im Diesseitigen verwirklichen, ausführen, machen. So. Jetzt schauen wir uns mal die vertikale Zeit an. Die Zeitlosigkeit des Jenseitigen, das für den Menschen im diesseitigen nicht erfahrbare Jetzt, wir können es nicht erfahrbar. Jetzt können Esoterik, können wir jetzt hineindenken, die dann argumentieren, es gibt doch 2 Dinge. Einmal eine Meditationsform im Buddhismus, aber bitte, die ist in der Welt wenig bekannt. Und auf der Körperebene der Orgasmus. Das sind die 2 Zustände, die die Spirituellen uns jetzt zurufen können. Es gibt doch 2. Dann haben wir die Zeitqualität des Jenseitigen auch im Diesseitigen. Das Jenseitige arbeitet im Diesseitigen ausschließlich mit der Zeitlosigkeit jetzt. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Das heißt, die Welt wurde nicht einmal erschaffen. Das wäre wieder unsere Zeit. Und jetzt liegt sie da. Im alten Wissen heißt es immer, die Zeiteinkleidung stimmt wieder nicht, muss jede Sekunde neu erschaffen werden. Jede Sekunde. Da müssen wir jetzt wieder irgendwie durch. Sonst stolpern wir wieder und sagen, na ja, da saß er oben, historisch, hat ein viel Zeit gehabt, und hat gesagt, na ja, dann mache ich halt jetzt da unten dieses Universum. Und dann sitzen wir schon wieder in diesem Fenster drin. Hat es mal gemacht, sitzt mal wieder drin im horizontalen Denken. Nee, das, wo wir gerade sind, gibt es kein horizontales Denken. Es gibt nur jetzt. Und dann müssen wir fragen, und das Jenseitige kann sich nur nach den Gesetzen des Jenseitigen richten, jetzt. Wenn wir die Frage stellen, ja, aus dem Horizontalen. Ja, wann hat er es denn jetzt erschaffen? Und wir gehen über das Vertikale rein, dann müssen wir sagen, wer macht es gerade? In der Sekunde macht es. Deswegen heißt es ja auch im alten Wissen,
eingekleidet in Zeit, damals die nächste Situation. Die Ewigkeit arbeitet hier und bringt Ewigkeit hier. Ganz schwer für menschliches Bewusstsein zu verstehen, weil wir ja mit dieser Zeitvorstellung arbeiten. Deswegen heißt es ja im alten Wissen, du sollst ja kein Bildnis, kein Gleichnis machen. Ja. So, zum Zeitverständnis im Diesseitigen. Im göttlichen Schöpfungslauf musste dem Menschen für das Leben im Diesseitigen eine Raum-Zeitwelt erschaffen werden. Zwingende Grund. Charaktereigenschaft für das spätere Leben des Menschen im Diesseitigen von oben. Ich lese das mal durch. Im alten urhebräischen Wissen hat diese Raumzeitwelt die Zahl 40. Die Eigenschaften dieser für den Menschen im Diesseitigen erschaffene Raumzeitwelt ermöglicht den Menschen sowohl horizontal wie vertikal zu denken. Jetzt musste, bevor diese Welt erschaffen worden ist, musste irgendwas her, dass eine Zeit da ist und ein Raum da ist. Vorher war das eben nicht da. Das ist im Urhebräischen der Zahlenbegriff 40. Den braucht man einmal, braucht man später noch. Deswegen sage ich das jetzt. Danach kommt der Zahlenwert 400. Und dieser Zahlenwert 400 ist unsere materielle Auskristallisierung. Die 40 ist sozusagen ein Raum zu machen, wo es Raum gibt und wo es Zeit gibt. Mehr noch nicht. Das ist 40. 400 ist dann die Auskristallisierung meines Fingers als Materie. So, zum Zeitverständnis. Dies mögen ein paar Farbtupfer sein für das Weiterdenken in Richtung Reinkarnation. Die Tage werden wir die Fragen ein bisschen entkleiden. Das ist noch horizontales Denken tötet, wie alles Ewige in unserer Zeit, das Urverständnis von Reinkarnation. Ja, das Ewige ist das Urverständnis von Reinkarnation und nicht unser horizontales Denken. Horizontales Denken tötet letztendlich alles, wenn wir jetzt aus dem alten Wissen das übertragen. Das Silvia ist noch mit drin. Kommt noch rein. So, dann gehen wir bitte zu dem nächsten. Jetzt brauchen wir mal so langsam eine Brücke. Hier. Ich tue es wieder euch rein. Passwort ist wieder klar. Hier rein. Genau. Passwort haben wir wieder. Ich gehe auch mit rein. Zeitliche Denkfelder, Gegenwart haben wir. Das ist nochmal die Zusammenfassung, was ich schon vorhin mal gesagt habe. Nur wenn ihr dann nochmal reingeht, dass ihr wisst. Also, Reinkarnation ist kein Bestrafungskonzept. Denkt bitte daran, was da außen spazieren geht. Der hat im letzten Leben einen Onkel nicht gut behandelt, ich formuliere es ganz bewusst positiv. Und deswegen muss er jetzt wieder rein und muss das abarbeiten und damit es endlich erfüllt ist. Also so eine Art Sündebegriff, Schuldbegriff. Das werden wir nirgends lesen. So. Auch kein Belohnungskonzept, weil er das letzte Mal so lieb zu seiner Mutter war und darf er jetzt nochmal mit seiner Mutter machen. Eine Runde. Nochmal, Reinkarnation ist keine Abfolge eines Zeitgeschehens. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Nie wieder. Wenn einer mit Reinkarnation kommt, zu sagen, naja, der war, ist, kommt. Nie wieder. Reinkarnation ist keine zeitlich über mehrere Lebende gehende Ich-Identifikation. Hat natürlich immer gleich so einen Beigeschmack. Schau hin, hast deine Mutter das letzte Leben nicht gut behandelt und jetzt hat es dich erwischt. Hat natürlich immer was, jetzt kommt der Marc noch mit rein, immer was mit einer Ich-Identifikation. Immer, ich bin's jetzt. Ich bin hier rein inkarniert. Da darf ich bitte eins sagen, nach dem Tod hier, diesem Tod,
und das Durchwandern der 12 Stationen gibt es keine Ich-Identifikation mehr. Ich habe es nie gelesen im Urwissen. Nie. Was die dann daraus gemacht haben, dass man Schuldige hat und damit man da schön anständig weitermachen kann. Nehmt es bitte aus eurem Ding raus. Es ist manipuliert hoch drei. Es ist Wissen, um den Menschen in den Abgrund zu stürzen. Wirklich. Abgrund meint nicht nach Hause kommen. Reinkarnation, Tarnung, das mit dem Fleischwerden wird sehr häufig eben im Esoteriklager benutzt. Griechisch, auch Lateinkriechisch, Spanisch, Italienisch, die beschäftigen sich nicht mit dem Thema. Dort ist was hineingewurschtelt worden, wo man sagen muss, hat da drin nichts verloren. Bei dem Wort Inkarnation, weil dann wird schnell das Wort Karne da reingeschaufelt und dann wird ganz schnell daraus gemacht, Fleischwertung. Ja, das brauchen wir hier bitte nicht. Wiedergeburt hat man mit dieser quantitativen, qualitativen. Hier habe ich nochmal rein, das Wort wieder im Deutschen meist für erneuert benutzt. Dennoch wieder anrufen, wieder auf den Damm kommen, wieder auf die Beine kommen. Hier kann ich das Wort wieder mit was füllen, mit einer Qual, er kommt wieder auf die Beine. Ja, das ist wieder, hat jetzt nicht diesen zeitliche Abfolge, sondern wieder aufleben, wieder aufnehmen, wieder beginnen. Wo das Wort hier eine andere Wertung bekommt. Inkarnation, Karma habe ich da nochmal drin, genau. Dieses Denken, Religionen, diese Art. So, jetzt können wir rüber. Jetzt können wir rüber ins Urhebräisch. Das wollte ich euch erstmal nochmal Urhebräisch. Hier ist es. Ich sage jetzt ein paar Worte vielleicht nochmal zu Urhebräisch. Paar. Und dann müssen wir das reinkriegen. Mit Urhebräisch ist die Torarolle geschrieben, die jüdische Bibel. Das sind grundsätzlich 22 urhebräische Zeichenbuchstaben, die aber bitte nicht in Israel zum Schreiben benutzt werden. Die werden ausschließlich für die Torarolle benutzt, weil dahinter ist ein Wissen, ein Urwissen, was diese Zeichen bedeuten. Und in der Torahrolle gibt es auch kein Komma und gibt es kein Leerzeichen dazwischen. Das ist schon ein bisschen Arbeit im Sinne und ein bisschen Wissen, um das zu entschlüsseln zu können. Nur ein bisschen. So, Reinkarnation heißt im urhebräischen Wesen Gigul und nicht Reinkarnation. So, Gigul mit den urhebräischen Zahlenwerten. 3, 30, 3, 6, 30. So, und jetzt ist immer die Hausaufgabe, die Herausforderung, diese Zahlenwerte zu entschlüsseln. Und das werden wir machen heute. Ja? Der urhebräische Zahlenwert 330 bedeutet eine Form, sein. Es wird immer benutzt, wenn es um eine Form geht. Immer. Katharina kommt rein. Immer wenn es um eine Form geht, ich bringe euch dann gleich Beispiele auch, okay? Immer wenn es um eine Form geht, ist der Zahlenwert 330. Und wenn das nochmal kommt, im gleichen Wort, haben wir doppelt drin. Seht ihr, 30, dann 3, die 6, das erklärt gleich, und dann nochmal 30. Bedeutet eine Form bewegen, eine Form verändern, eine Form Wiederholung, eine Wiederkehr. Also es ist keine starre Form. Im Logischen würde man sagen, eine Transmutation, eine Verwandlung findet da statt. So, also haben wir hier in dem Begriff erstmal eine Form, die sich bewegt, die sich verändert, die sich wiederholt, eine Wiederkehr hat. So. Und der Zahlenwert 6, das wissen die, die im Urhebräischen
hebräischen Kabbalisten, die sind, bedeutet immer etwas anbinden, etwas zusammenfügen. So, im alten Wissen lesen wir auch den Zahlenwert 3, 10, 30, 3, 6, 30 für das urhebräische Wort Gigul, Reinkarnation, mit dem Zahlenwert 10 und meint befreit sein aus Gefangenschaft in dieser Welt. Denk bitte an JHWH, das ist ein Gottesbegriff in der Bibel, der den Zahlenwert hat 10, 5, 6, 5. Jetzt aber ganz langsam. Wir haben hier für den Begriff Reinkarnation im Urwissen ganz dahin, ja, dann kommt das Hebräisch, Urhebräisch, haben wir den Begriff Gigul. Jetzt hat dieser Begriff Zahlenwerte. Jeder Begriff in der Bibel ist ein Zahlenwert. Aber bitte jetzt nicht wieder reinstolpern, ein Code, wie dann man es Bücher gibt, wo sagen, das Bibeljahr bedeutet das Bibeljahr das, die machen wieder Historie draus. Das stimmt natürlich nicht. Die Bücher, die ihr habt zu Hause, wenn ihr welche habt, alle in den Ofen. Ich hatte selber mal eins. Ja, gut. Also, 3:30, 3:36 bedeutet, das vorne 3:30 bedeutet eine Form sein. Also mein Finger sein, mein Arm sein. Und die zweite 3:30 bedeutet, dass sich da irgendwas bewegt, dass sich irgendwas verändert und was wiederholt, eine Wiederkehr ist. Und unser Zahlenwert 6 bedeutet etwas anbinden, etwas zusammenfügen. Ich habe dann den Begriff 6 dann sogar nochmal alleine gemacht, okay? Wir machen jetzt weiter. Und das bitte auch nochmal als Hinweis, es gibt den Begriff Gigul in der Bibel auch als 3, 10. 30, 3, 6, 30. Da muss man wissen, wann es wird so geschrieben, wann wird so geschrieben, als Zahlenwert. Und wenn das so geschrieben ist mit der 10, dann zeigt es immer, dass irgendwas befreit ist, irgendwas erlöst ist, irgendein erlöstes Ergebnis leistet. Wir sind bei dem Begriff Reinkarnation. Gestern geboren, letztes Leben, dieses Leben, nächstes Leben. Nichts mehr. So, der Zahlenwert, der urhebräische Zahlenwert 33 und seine urhebräische Symbolik. Das brauchen wir nochmal, weil ich baue euch dann erfahren, was das noch alles bedeutet. Die Urhebräische sind Wurzelzahlenwerte, heißt es, zu verstehen und besitzen somit verschiedene in sich greifende Symbole. Also das mache ich jetzt gleich mit euch durch, dass ihr da jetzt ein Empfinden dafür bekommt. So. Weitere urhebräische Worte heißt Gal, Gal. Hat auch den Zahlenwert. Das war verkehrt rum, andersrum. Bitte ändert's. 3:30. Okay. Hat auch den Zahlenwert. Da habe ich es dann wieder richtig, genau. Und immer, wenn ein Doppelbegriff ist, und hier haben wir dann den Zahlenwert 3:30, 3:30, und das bedeutet eine Bewegung, eine Veränderung. Hier nähern wir auch den Begriff Welle, wird häufig benannt. Aber bitte nicht die Welle da draußen, sondern als Bewegung die Welle. Ja? Auch als Veränderung im Jetzt, als Anfang. Die doppelte Gal im Urhebräischen meint drehen, bewegen, verändern. Also, das braucht man nämlich noch. Weil wir haben es nämlich drin bei unserem Reinkarnationswort. Ich habe da nochmal Galgal, bis auch Rad im Urhebräischen, dass sich dreht, dass sich bewegt, verändert. Auch als Veränderung die Gegenwart als ewiges Jetzt. Hier gebe ich einen Farbtupfer rein. Es geht hier um Veränderung des Ewigen. So im alten Wissen, Rad, Veränderung. Im alten Wissen, das urhebräische Wort für Räder, Obahim,
mit den Zahlenwerten 1, 6, 80, 50, 10, 40 sind die Räter Gigul und werden Berührungspunkte genannt. Ich habe es mit rein, mag es euch jetzt gar nicht so viel sagen, nur es gibt Berührungspunkte. Berührungspunkte, wo der Mensch mit der Außenwelt in Kontakt kommt. Und da geht es um diese Berührungspunkte, die ab und an bei mir mit in den Seminaren unterwegs sind, wenn ich immer wieder sage, da gibt es Bewegungspunkte, Berührungspunkte, wo man mit etwas in Kontakt kommt. Das wird im alten Wissen als Räder bezeichnet. So. Nur, dass man das Bild nochmal mit drin haben. Dann haben wir Gall. Gall wird im alten Wissen auch wieder, warum habe ich denn immer das so rumgeschrieben? Also bitte ändern hier, ich ändere es gerade auch. Der Körper, der nur Körper, das Körperliche, die Form des Menschen. So, der wird auch Gall bezeichnet. Warum die A's wegbleiben, das hat immer was mit Gott zu tun. Wir sind in dieser Welt und nicht bei Gott. Und deswegen wird das A weggelassen. Nur, oder manchmal auch das O weggelassen. Nur, dass ihr das Bild habt und fragt, warum ist doch ein A mit drin? Das urhebräische Wort Gal ist die Wortwurzel für Körper und hat verschiedene Symboliken. Die Formwertung der Körper, das Erscheinende hier, im Urhebräischen auch Welle genannt, hatten wir vorhin. Jetzt kommt Gargul. Die Verbannung. Wir hocken in der Verbannung. Anders formuliert, im alten Wissen wird gibt es immer wieder das Wort Verbannung, immer wieder Exil. Verbannung ist, wenn einer nur in der Viererwelt lebt, nur in der Materie lebt, nur für das Außen lebt, nur ohne Anbindung an sich selbst lebt, ohne 1-4-Anbindung. Das ist im alten Wissen, der lebt im Exil, der lebt in der Verbannung. Nichts anderes ist gemeint. Nicht von oben nach unten ist er weg. Das ist nicht Exil. Exil ist, er ist in Ägypten und lebt nur in der Vier. Das heißt Exil, Verbannung. Das menschliche Leben ohne die Eins aus dem Schöpfungsbezirk, das Leben in Ägypten in der Nurwelt. Vier. So, und hier haben wir jetzt die 400 hinten. Seht ihr das? Wir sind im körperlichen unten. Wir sind ganz unten. Und es, die 6, die Verbindung. So, dann haben wir Gil Gulim. So, das ist ein Begriff. Hier haben wir es wieder drin, die 30. Und hinten dann die 40. Das sind die Familien, die 26 Geschlechter in der Bibel, die mitgebrachten Eigenschaften des Menschen im Diesseitigen. Das heißt, für die, die jetzt weniger darüber wissen, die 26 Geschlechter sind Eigenschaften in jedem von uns. Ob er es aktiviert oder nicht, ist ein anderes Thema. Ob er es einfach liegen lässt, in der Verbannung muss es liegen lassen, im Exil lässt es liegen, was dann später mit ihm passiert, ist ein ganz anderes Thema. So, dann haben wir noch das Wort für Erlöser. Erlösung. Goel. Und da ist wieder diese 330, da ist aber jetzt die 1 mit drin. Also muss es irgendwas geben, irgendeine Erlösungsform geben, weil es gibt den Begriff auch 3 und da steckt die 1 mit drin. 1 ist immer Gott. So, also muss es irgendwas geben. Dass man diese 30, ihr erinnert, was die 30 ist, wir können nochmal hoch, das ist diese Form. Und Gleichzeitigkeit. Dass es eine Lösung einer Form geben muss, die sich ja noch bewegt, wiederholt, dreht. Und noch das Wort anbinden, irgendwas zusammenfügen drin ist. Also, dann schauen wir uns noch den Begriff Golem an, den manche von euch kennen, vor allen Dingen aus dem kabbalistischen Bereich. Man hat auch die 30 drin in der 40, die nur Form, der nur Körper ohne Seele. Die nur Umhüllung. Galiläa habe ich noch mit rein, übrigens dort.
aus Galiläa stammt, Jesus. Und schaut mal, welche Zahlenwerte da drin sind. Galiläa in der zu veränderten Formwert. So. Das möge jetzt für heute mal in dieser Form genügen. Wir gehen mal rüber jetzt zu dem Thema Inkarnation. Ich gebe es euch wieder rein. Inkarnation, da Chart. Inkarnation. Und gehe mit euch rüber in das Thema Inkarnation. Wir haben noch Isolation zu erlösen, dass es den Begriff Inkarnation gibt und Reinkarnation. Genau, danke, Stefanie. Stefanie. So. Inkarnation heißt etwas in Form geben. Form werden, etwas von einer Ebene in eine andere formhaft wechseln. Reinkarnation. Da schauen wir mal hinein in das Wort Re. Re im Lateinischen als Wortbildungselement, wie es so schön heißt, kennzeichnet eine Wiederholung oder Erneuerung. Wieder zurück. Beispiele. Er wird reanimiert. Dann wird er wieder zum Leben erweckt. Re. Wir reden von dem Begriff Re. Erhält etwas Resonanz, dann bekommt es eine Rückmeldung. Reaktion ist die auf eine Aktion hervorgerufene Gegenwirkung. Resistenz ist die Widerstandsfähigkeit eines Lebewesens gegen schädliche Einflüsse. Dass wir diesen Begriff auch nochmal hineingedacht haben, ne, dass uns jetzt wieder jemand kommt und sagt, Inkarnation. Dann schauen wir uns bitte den Begriff Urhebräisch Isex an. Ich habe da ein bisschen mehr rein zum Nacharbeiten bei dem Begriff und auch für die im urhebräischen kabbalistischen Numerologie sind, dass die da auch nochmal eine Symbolik haben. Weil wir brauchen ihn ja noch. Er wohnt ja damit drin. Wir sind jetzt mal durchgegangen, dass es immer um eine Form geht und eine Form, die sich dreht. Und dass damit drin ist, irgendwas zusammenhängen, verbinden. So, und der Zahlenwert 6 bedeutet etwas anbinden, etwas zusammenfügen. Denkt bitte hier an den Gottesbegriff 10, 5, 6. Die 10, dann haben wir 5 plus 5 ist 10. So können wir es auch hinschreiben. Es ist die Wacht, bedeutet Haken, die Dinge zusammenhaken aus Liebe. Die 6 hat immer auch was mit Liebe zu tun. Mann und Frau zusammenhaken, Liebe. So, 6 jetzt sagen, ich habe euch da einiges rein, da könnt ihr nochmal es durcharbeiten, wenn ihr wollt. Ich habe da noch einen Gedanken mit rein. In den letzten Jahrzehnten hat die böse Vier Welt eine unmissverständliche Reinkarnationslehre entworfen, ganz auf Phänomenen des Irdischen basierend. Man tut, als ob in Hypnose oder Halluzinationen das Verborgene des Menschen hervorgerufen werden könnte. Man weiß nicht, man duldet es nicht zu wissen, dass die Verborgenheiten Gottes im Bereich Gottes sind und für immer bleiben. Eben weil man die Liebe ganz verloren hat, habe ich noch hingeschrieben, die Sex verloren hat. Dann lasst uns bitte das Ganze mal als Urgedanke
zusammenfassen. Das war ich. Tue es wieder rein. Hier ist es. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Darum geht es heute Abend. Okay. Und das machen wir jetzt ganz langsam nochmal, bitte. Uns steht gerade gegenüber, im wahrsten Sinne des Wortes darf ich das mal benutzen, das Wort Reinkarnation in unserer Zeit ausgebreitet von denen, die meinten, so sollen wir es bitte zur Stunde denken. Und du warst hier, dann musstest wieder hier rein, weil du immer geärgert hast. Und jetzt gehst wieder raus und dann kommst wieder, weil dann ja wahrscheinlich wieder irgendwas falsch gemacht hat in diesem Leben. Und so geht es später als weiter. Das legen wir zur Seite. Und sagen mal, der Mensch im Diesseitigen lebt in einer Formwelt. Die nennt sich 330. Wir sind im Urgedanken, im Urwissen, gell? Diese Form besitzt die Eigenschaft der Veränderung in allen Bereichen. Die Welle, das Rad, Kalkal, die 30, 30. Der Mensch lebt im Diesseitigen, in einer Formwelt. Diese Formwelt besitzt die Eigenschaft der Veränderung, würde auch nicht mehr gehen. Ein bisschen weltlich gesehen Zellteilung. So. Die nur Form, das nur Formleben, das nur Körperliche, ohne die Eins aus dem Schöpfungsprinzip 1.4, wird im urhebräischen Exil Verbannung genannt. Die 3, die 30, Form, die 6, irgendeine Verbindung irgendwohin, und zwar zur 400. An die 40 gebunden, an die 400 gebunden, an die Zeitraumgewalt gebunden. Und dann die stoffliche Welt. Das ist das Exil, die Verbannung des Menschen. Ohne die Eins. Ohne Eins. Das Wort Reinkarnation, Gikul, mit dem urhebräischen Zahlen werden 3, 30, 6, 3, 6, 30, erzählt uns, dass es in der Formwelt eine Anbindungsmöglichkeit gibt. In dieser Verbannungswelt. In der Formwelt, die sich verändert. Wenn zur 3.30 in der Verbannung die 1 hinzukommt, ihr erinnert euch an die 1, an die Erlösung. Das Verborgene ins Exil gegeben wird, entsteht der Erlöser, die Erlösung. Die 1, die mich seit einer bestimmten Zeit begleiten. Die wissen, hier geht es um die Eins aus dem 1-4-Prinzip. Machen wir es hier nochmal, ja. Wenn zur Form in der Verbannung die Eins hinzukommt, das Verborgene ins Exil gegeben wird, entsteht der Erlöser, die Erlösung. Das Wort für Erlöse im Urhebräischen mit den urhebräischen Zahlen werden 3, 1, 30. Nun gilt es für den Menschen die 6, die Verbindungsmöglichkeit in seinem Leben zu aktivieren. In der Verbannung, in der 3.30, die 1 aus dem Schöpfungsprinzip 1.4 zwischen die 3 und ist immer die 6, die 30 herzustellen. Die Familien und die Räte von oben, die Familien sind die Eigenschaften im Menschen, das hätte ich noch herschauen können. Und die Berührungspunkte. Durch die Eigenschaften der Menschen, die da sind, dass der Mensch die Möglichkeit hat, die 1-4-Verbindung herzustellen. Und die Begegnungspunkte hier in dieser Welt.
Das ist die Sechs. Einmal mit den Familien natürlich, und die Berührungspunkte helfen den Menschen im Diesseitigen dabei. Der Mensch im Exil muss sich reanimieren, wieder den ein Vierzehn des Lebens finden und gehen. Dann wird er wieder zum Leben, zur Eins-Vier-Verbindung erweckt. Durch das Verbinden der Vier mit der Eins geht der Mensch aus dem Exil, aus der Verbannung zu Gott in diese Welt. Ich habe das extra nochmal zu Lebzeiten im Diesseitigen zurück zur Einheit. Dies meint Reinkarnation und nicht das andere. Das heißt, der Mensch holt in sich was zurück im Exil, in der Verbannung, was erstmal weg war. Und diese Rückholung in der Form, die sich verändert, das meint im alten Wissen Reinkarnation und nur das. Alles andere ist. Und zur Erinnerung habe ich noch rein, die Liebe ging verloren. In den letzten Jahrzehnten hat die böse Vier eine unmissverstandene Reinkarnationslehre entworfen, ganz auf den Phänomenen des Erscheinenden basierend. Man tut, als ob in Hypnose oder in Halluzinationen das Verborgene hervorgezogen werden könnte, welche Ich-Wahn im Menschen. Man duldet es auch nicht zu wissen, dass die Verborgenheit Gottes im Reich Gottes bleiben. Alles, was in der Reinkarnationstherapie angeblich heruntergeholt wird, ist Wissen von den Dämonen. Die freuen sich genauso wie die dieser Lehre folgen, dass sie da eingreifen können. Jedes Wissen, das reinkommt, ist aus dem Reich der Dämonen. So edel das klingen mag, dieses Wissen. Die freuen sich da oben, die Spukgeister, dass da wieder einer mal mitmacht und auf sie reinfällt und dieses Spiel praktiziert, weil das hat einen riesen Vorteil. Solange der sich reinspucken lässt, nur damit, und es glaubt, sondern mit Sicherheit nicht den Weg der Eins-Vier-Verbindung gehen. Weil er hat ja Reinkarnation für sich verstanden, die manipulierte Reinkarnation verstanden und hat auch noch angebliche Erfolge. Was will der Mensch mehr, wenn er den Weg der nur vier Exilverbannung gehen möchte? So, das wollte ich euch mal mit auf den Weg geben. Vielleicht war es ein bisschen schnell, vielleicht war es zu langsam, gibt ja immer unterschiedliche Größenordnungen. Wir haben es aufgezeichnet, ihr könnt es gerne nochmal, wer möchte, zweimal sich anhören. Wie heißt so schön? Die Passwörter habt ihr, genau, da wird auch nichts geändert an den Passwörtern. Wir können es auch nochmal durcharbeiten. Im Weg durch den Tempel werden wir jetzt ja im siebten Vortrag haben wir dort dann die großen Berührungspunkte zu dieser Thematik, um dann im Bewusstsein auf dem Weg durch den Tempel an dieser Stelle eben mit dem Thema Gal oder Galgal umgehen zu lernen und ins Bewusstsein zu heben und dort dann eben das Leben aus dem Exil, aus der Verbannung weiter rauszuheben. Ja? Danke, wir sind noch 60. 60 ist die Anbindung auf einer anderen Ebene. Also was wollen wir mehr? Wir sind genau 60 Teilnehmer. Was wollen wir denn mehr? Ich wünsche euch wundervollen Abend. Danke, dass ihr dabei wart, dass ich es euch erzählen durfte. Denn einer, der Wissen hat, braucht ja immer Ohren auf der anderen Seite. Sonst ist er hilflos alleine auf dieser Seite. Danke nochmal.
Schönen Abend noch, schlaf gut, träum was Schönes und bis die Tage.